um mit Ihnen zu üben, wie man mal ein Programm in verschiedene Dateien aufteilt, wollte ich mit einem kleinen Beispiel anfangen. Nachher wird das Folgendes werden, im Gesamten heute wird es Folgendes werden. Es wird eine Datei geben mit dem Hauptprogramm, machen wir so für die Datei, Main C. Und dann wird es eine Datei geben, in der sowas stattfindet, wie eine Heizung zu regeln. Heizung.c, sollte man dann vielleicht auf Englisch nennen, später, egal. Und es wird eine Datei geben, in der eine Temperaturmessung stattfindet. Die nennen wir dann von mir aus erstmal auf Deutsch Temperaturmessung.c, Temperaturmessung, na, geht gerade noch. C. Das Programm wird aus drei Dateien bestehen. Im Hauptprogramm werden hier die Sachen aus Heizung.c und Temperaturmessung.c benutzt werden. Wie die Namen sagen, Heizung.c wird dazu dienen, irgendwas bei der Heizung einzustellen und Temperaturmessung.c wird dazu dienen, irgendwelche Messwerte zu holen. Das ist so ein modularisiertes Programm. Ich schreibe nicht alles in meine Hauptdatei, sondern habe noch extra Dateien, die sich mit Spezialaufgaben beschäftigen. Nächstes Semester bei der objektorientierten Programmierung wird man typischerweise dann Sammlungen von Klassen haben, die das jeweils machen. In C ist es etwas schlichter, man hat jeweils eine Datei, vielleicht mehrere Dateien, die sich um irgendwelche Spezialaufgaben kümmern, die man dann auf hoher Ebene hier verwenden kann. Main C sagt nur noch grob sowas wie Heizung anschalten und hier in den einzelnen Dateien wird definiert werden, was das denn im Detail bedeutet. Wir fangen mal vorsichtig hier mit der Datei an. Lass sie mal was selber bauen, aufschreiben oder direkt in den Rechner reintippen. Ich hätte gerne in dieser Datei Heizung.c hätte ich eine Funktion, die heißt Stelle Heizung ein, an, Stelle Heizung an und eine Funktion, die heißt Stelle Heizung aus. Bauen Sie das mal so weit. Wir wissen nicht genau, was da drinnen stattfindet in den Funktionen, aber von außen her, was müssen Sie alles hinschreiben, damit das überhaupt funktioniert, mit Schweifklammern und runden Klammern und Namen und Typen? Bauen Sie so weit mal diese Datei, Heizung.c. Für die Leute am Rechner soll ich das gerade zeigen, eine weitere Datei anzulegen. Bisher haben wir nur Main.c drin. Eine weitere Datei wäre mit New File. Dann haben Sie eine neue Datei. Da tippen Sie was rein, da speichern Sie dann unter dem entsprechenden Namen und da muss man es hier auch noch hinzufügen, dass es wirklich Bestandteil des Projekts ist. Aber erstmal können Sie dann noch was reintippen. Also ich hätte gerne ganz simple Funktionen, die funktionieren wie ein Lichtschalter. Wenn ich stelle Heizung an, aufrufe, soll die Heizung angehen, ohne Wenn und Aber. Wenn ich aus aufrufe, soll die ausgehen, ohne Wenn und Aber. Dann gebe ich nichts den beiden Funktionen und ich will auch gar nichts zurückhaben. Das heißt, in dieser Datei hier stünde sowas wie gibt nichts zurück an und kriege nichts, upsala, und kriege nichts in der Form. Und jetzt müsste ich in Schweifklammern sagen, was da passiert. Ups, in Schweifklammern immer noch. In Schweifklammern sagen, was da passiert. Jetzt haben wir noch nicht genug uns mit allen möglichen Binärgeschichten befasst. Übernächste Woche wüssten Sie, was man jetzt dazwischen schreiben müsste. Nehmt jetzt einfach mal so. Irgendwas muss dann dazwischen passieren, um was auszulösen, was zu steuern, irgendwelche Ein- und Ausgänge zu benutzen von dem Chip. Und genauso gäbe es dann die hier, die Funktion, die dann auch innen drin was tun wird. Jetzt müssen wir das Ganze speichern hier, Save As und natürlich nicht als Untitled 1c, sondern das sollte ja heißen Heizung.c. So sieht das aus. Und jetzt, wo er weiß, dass es eine C-Datei ist, hat er auch hier die Einfärbung der verschiedenen Bestandteile, der verschiedenen syntaktischen Bestandteile hier. Das könnte in dieser Datei stehen. Eine Sache muss ich noch mit der Datei veranstalten, weiß nicht, ob Sie das schon sehen. Hier bei dem Projekt steht, mein Projekt heißt jetzt ja V
V4. Kein geschickter Name. Bei dem Projekt steht, welche Dateien zu dem Projekt gehören. Derzeit gehört nur diese main.c-Datei zu dem Projekt. Nur die wird kompiliert. Das ist nicht gut. Deshalb brauche ich hier jetzt noch, wahrscheinlich Mausklick rechts auf das Projekt. Genau da. Add Files. Oder hier hat das so. Fort. Add Heizung C. Jetzt noch an anderen Stellen. Also sehen, Sie können auch klicken, wo Sie wollen. Mausklick rechts, Hauptsache. Diese Datei zum Projekt hinzufügen. Jetzt weiß das Entwicklungssystem, dass diese beiden Dateien, main.c und heizung.c, zum Projekt gehören und auch beide mitkompiliert werden in ein einziges Programm. Das ist schon anders als im normalen Textverarbeitungsprogramm. Jetzt haben Sie nämlich hier mehrere Dateien selbst erzeugt und nicht alles in einer einzigen Datei. Das kann man übrigens mit Textverarbeitungsprogrammen auch machen. Jedes Kapitel in einer Datei, macht nur keiner. Jetzt habe ich zwei Dateien. Mein Programm besteht schon aus zwei Dateien und der ganze Krempel drumherum, der hier automatisch von der Entwicklungsumgebung erzeugt wird. Da gucken wir uns gleich noch ein bisschen mehr von an. Aber das eigentliche Programm sind jetzt zwei Dateien, main.c und heizung.c. Ganz normale Textdateien übrigens, wenn Sie hier den Editor aufmachen. Und das gilt für die meisten Programmiersprachen. Der Quellcode, den wir da schreiben, der Quellcode ist eine ganz normale Textdatei. Also jetzt hat mein Programm zwei Dateien plus alles Mögliche, was automatisch drumherum erzeugt worden ist. Der Witz ist ja nun, das hier zu verwenden. Wenn das hier nur in dieser Datei Heizung.c drinnen steht, kann ich nichts damit anfangen. Ich möchte es in dieser Datei main.c verwenden. Wie können Sie jetzt hier die Heizung anschalten in main.c? Wie rufen Sie so eine Funktion auf? In der Tat, wir brauchen eine Header-Datei. Also was Sie jetzt nicht machen können, ist, dass Sie jetzt direkt in der main-Funktion, in der main-Datei, sollte ich sagen, diese Funktion aufrufen. Das gibt lustige Effekte. Sie können jetzt sagen Project Make, um das mal zu kompilieren. Ups. Und dann sagt er Ihnen, dass er diese Funktion Stelle Heizung an implizit deklariert hat. Will sagen, er hat sich was erfunden. Er kennt diese Funktion nicht und hat sich was erfunden. C und C++ brauchen eine Deklaration und jetzt kommen die Header-Dateien ins Spiel. Deshalb ja auch diese Zeile da schon mit Raute, Include und so weiter. Da sind schon ganz viele Funktionen für uns deklariert, die sich auf den speziellen Chip beziehen. Und jetzt bauen Sie das mal selber. Wir brauchen noch eine Header-Datei mit den Deklarationen. Also zu der Heizung C brauche ich noch eine Heizung.h und die binde ich hier ein in der main.c, damit der Compiler auch eine Ahnung hat, was für eine Funktion das sein mag. Eine .h-Datei noch dazu. In der Header-Datei stehen Deklarationen. Und Deklaration heißt ja, ich kopiere das jetzt mal ganz dreist, mache eine neue Datei auf. Deklaration heißt ja für eine Funktion, ich nehme quasi was vor den Schweifklammern steht und mache einfach ein Semikolon dahinter. Das wäre eine Deklaration. Damit sage ich dem Compiler, irgendwo gibt es eine Funktion, stelle Heizung an, die nichts nimmt und nichts gibt. Details anderswo. Das ist in C und C++ eine echt antike Geschichte. Da kann ich jetzt auch nichts für. Die Sache mit den Deklarationen ist dann in Sprachen wie Java und C# weg vom Tisch. Weil eigentlich sollte sich ja der Compiler das auch selbst zusammensuchen, aber C und C++ waren eben so früh sozusagen dran als Sprachen, dass man noch keinen Compiler hatte, der sich das alles mal selbst zusammengesucht hat. Deshalb muss man es ihm in handlicher Form, mundgerechter Form selbst servieren. Das sind dann nachher diese Header-Dateien. Also neue Datei, Deklarationen da rein, die mit dem Semikolon, ohne Schweifklammern, das Ganze speichern als natürlich sinnvollerweise Heizung.h. Oh, aber noch zur richtigen Rechtschreibung. So.
So, und das kommt jetzt nicht, das hatte ich bei einigen gesehen und das ist auch ein üblicher Fehler, das kommt jetzt nicht zum Projekt dazu. Kompiliert werden die C-Dateien. Die Header-Dateien werden nicht, soll ich sagen, nicht ausdrücklich kompiliert, sondern in der Main-Datei werde ich jetzt ja das Include einbauen, das ja auch diese Deklaration einliest. Dadurch wird die Header-Datei automatisch kompiliert. Die müssen Sie nicht hier in das Projekt mit aufnehmen. Ganz im Gegenteil, ist das sogar falsch, wenn Sie die ins Projekt mit aufnehmen. Bei dieser Header-Datei ist egal, die macht nichts, aber es gibt andere Header-Dateien, wo dann ein bisschen Unsinn passieren kann. So könnte das aussehen. Also Header-Dateien werden nicht ausdrücklich kompiliert. Die C-Datei ruft die Header-Datei auf. Hier wird ja einfach der Inhalt der Header-Datei reinkopiert in die C-Datei. Und damit wird die Header-Datei kompiliert. Aber das ist nicht ausdrücklich eine Anforderung an den Compiler. Hier sage ich, lieber Compiler, die Heizung C-Datei wird kompiliert und die Main-C-Datei wird kompiliert. Feierabend. Und wenn jetzt hier die Main-C-Datei sieht, dann weiß er, dass er Heizung.h reinladen muss. Und dadurch wird Heizung.h kompiliert. Nicht, indem Sie die da auflisten. Das wäre nicht richtig. Vielleicht muss ich das hier nochmal aufmalen. Also zu der Heizung.c gibt es eine Heizung.h. Jetzt. Mit den Deklaration. Also sie enden sozusagen mit dem Semikolon und in der Heizung.c standen die Definitionen mit Schweifklammern und was drin, was letztlich noch nicht können, was da reinkommt in die Schweifklammern, aber vom Prinzip her. Und die Main-C-Datei inkludiert die Header-Datei. Na, kein Include, sondern Include. So. So sieht das nachher aus. Der Compiler kompiliert die C-Dateien und die C-Dateien holen sich bei Bedarf Header-Dateien. Die Header-Dateien werden nicht ausdrücklich kompiliert. Ich kann das nochmal mit dem Include vorführen, was das dann eigentlich macht. Aber vielleicht gucken wir gerade erstmal, ob es nun auch irgendwas Sinnvolles tut. Make. Sehen, jetzt haben wir keinen Ärger mehr. Der Compiler frisst das schon mal. Wir können auch mal hier in Einzelschritten rein. Ich mache mal gerade die Optimierung aus, um Überraschungen zu vermeiden. So. So, erste Programmzeile. Erste Programmzeile. Und da gehe ich jetzt rein. Ich gehe in diese Funktion rein, hier mit Step Into. Und bin da, wo es sich gehört, an der Stelle, wo meine Funktion definiert ist. Also er geht aus der einen Datei in die andere Datei rein. So funktioniert das dann auch tatsächlich. Bis auf das kleine Manko, dass wir derzeit noch gar nichts tun. Aber Sie sehen, dass das Programm durch die richtigen Stellen läuft, auf jeden Fall. Auch wenn wir derzeit noch nichts tun. Also hier rufe ich jetzt eine Funktion auf, die in einer anderen Datei definiert ist. Jetzt können wir uns nochmal angucken, was denn das Include tatsächlich macht. Netterweise können Sie hier, Mausklick rechts, auf das Projekt, Mausklick rechts, Options, können Sie sagen beim Compiler, hier C++ Compiler, können Sie sagen, Preprocessor, Präprozessor, der Vorverarbeiter ist das, was der Compiler zuerst startet, das Programmchen, das hier diese ganze Raute sowieso Arie ausbuchstabiert. Und da kann man nämlich jetzt sagen, Preprocessor Output to File. Man kann sich dieses ganz Ausbuchstabierte, was hier entsteht, wenn das Include und Define und so weiter aufgelöst wird, das Ausbuchstabierte kann man sich in eine Datei schreiben lassen. Preprocessor Output to File. Gucken wir uns das an, was dann passiert. Ich sage einmal Make. Make heißt das Programm übersetzen und bauen, eine ausführbare Datei bauen. Und jetzt können wir gucken, was da übrig geblieben ist. Das hier ist das Verzeichnis, in dem mein Projekt alles eingeschrieben ist. Das müsste bei Debug stehen. List, wenn ich mich recht erinnere. Ja.
sehen, preprocessed und so weiter. Das ist das, was der Präprozessor erledigt hat, erzeugt hat, nicht erledigt hat. Nehmen wir Heizung.i, das ist wahrscheinlich nicht so spannend, genau das. Das hat der Compiler gekriegt von der Heizung.c-Datei. Na toll, das ist genau die Heizung.c-Datei. Immerhin sind die Kommentare schon mal weg. Das ist jetzt nicht so lustig. Main ist spannender. Was kriegt der Compiler für diese Main.c-Datei? Sie sehen, oh, das wird jetzt länglich. Ich gebe in der ganz kleinen Datei rein. Und da kommt jetzt erstmal ganz viel Unsinn. Wo kommt der ganze Unsinn her? Ja, genau. Was wir sehen ist hier, dieses Include IO 430H. All die ganzen Spezialitäten für diesen Chip, die stammen aus dieser IO 430 Datei. Das ist einfach zusammenkopiert. Include heißt einfach die Datei nehmen und reinkopieren. 1:1 reinkopieren. Das macht er hier. Das ist das erste Include. Wir sehen, das ist sehr länglich. Und irgendwann kommt dann echt unser eigenes Include hier. Und das hat er aus unserer Datei genommen. Das stammt hier aus Heizung H. Heizung H war ja Stellheizung an, Heizung und so weiter. Ups. Heizung H. Das kommt aus unserer Datei. Das hat er als nächstes da rein kopiert. Und dann kommt das, was in Main C steht. Dieses Include ist ein ziemlich dummer Befehl. Fußnote, ganz was anderes als Import in Java. Nebenbei. Dieses Include ist ein ganz dummer Befehl, der einfach nur die Datei ausliest und hier reinsetzt, vollautomatisch. Und was dann rauskommt, kriegt der Compiler zum Fraß vorgeworfen. Also der Compiler sorgt erstmal dafür, mit dem Präprozessor, dem Vorverarbeiter, sagt keiner auf Deutsch, mit dem Präprozessor, sorgt der Compiler dafür, dass diese Befehle hier wirklich ausgeführt werden, einfach was zusammenkopiert wird und erst dann frisst er wirklich, was rauskommt. Hier sehen Sie, was dann rauskommt. Also es ist ganz viel, Haushaltspflichten hier vorne, ganz viel Haushaltspflichten und dann zum Schluss kommt das Eigentliche, was wir haben wollten. Die beiden Deklarationen aus unserer eigenen Header-Datei und unsere echte Funktion. Das tut C alles im Hintergrund. Und das passiert eben, sobald Sie solche Befehle mit Doppelkreuz haben. Sachen, die vorab passieren. Das ist eine total spannende Geschichte. Heizung.c. Sehr unkonventionell. Wenn ich das jetzt so lasse, ohne weitere Änderungen, was wird dann passieren? Korrekt, die Funktion wird dann zweimal drin sein und der Linker meckert. Gucken wir uns tatsächlich mal an. Project make, error while running linker, redefined, eine Funktion redefined. Er hat die Funktion einmal hier, in der main-c-Datei wird sie jetzt ja definiert, das können wir uns ja sogar angucken. Wenn wir uns hier jetzt main-i angucken, was der Compiler zum Fraß vorgeworfen bekommt, da wird zum Schluss ja jetzt eine Funktionsdefinition drin stehen. Jetzt hat er wirklich Funktionsdefinitionen hier. Main C, wenn er Main C kompiliert, hat er auch die Definition von Stelle Heizung an und die Definition von Heizung aus. Also erzeugt richtig zwei Funktionen an der Stelle. Hier. Und bei Heizung C erzeugt er natürlich nochmal die beiden Funktionen. Jetzt könnte man sagen, na okay, keine Aktion, dann nehme ich eben hier Heizung C wieder raus. Dass nur die Main-C kompiliert wird, Project Make, und die Welt ist wieder in Ordnung. Könnte man ja machen. Also alle Spezialgeschichten schreiben Sie in C-Dateien und inkludieren diese C-Dateien. Könnte man in der Tat machen, macht man aber nicht. Warum nicht? Also der Grund ist, dass es länglich wird. Nehmen wir mal wieder H rein und ich setze hier auch mal wieder... Die Heizung C war das. Ich mache hier nochmal Make, um zu erklären, was hier im Hintergrund passiert. Warum das sinnvoll ist, mehrere C-Dateien zu haben.
Es ist einerseits strukturierter, in Module strukturiert, aber das könnten Sie natürlich auch haben, das mit den Modulen, wenn Sie Ihr Heizung.c reinladen. Es wird schneller übersetzt, das ist der Trick. Mal gucken, OWJ, genau. Was der Compiler tut, ist, er nimmt jede von den C-Dateien hier und baut schon mal vorab so ein bisschen Übersetzung, eine sogenannte Objektdatei. Das ist der zweite große Schritt beim Kompilieren. Jede C-Datei in eine Objektdatei übersetzen. Und hier auf diesem System für den Microcontroller heißen diese Dateien dann absurderweise R4.3, aus welchen Gründen auch immer. Jede C-Datei wird eine Objektdatei. Die ist dann schon mal so grob übersetzt. Da können wir sogar reingucken. Das ist ein bisschen Müll, aber so ein bisschen kann man auch reingucken. Na, wenn ich hier... Nehmen wir den hier. Sehen, das sieht jetzt schon nicht mehr so nach Klartext aus. Wenn wir gerade Zeilenumbruch haben. Das sieht schon nicht mehr so unbedingt nach Klartext aus. Irgendwas ist da schon übersetzt worden. Das ist kein wirklich gut lesbares Programm mehr. Also hier sozusagen ist der erste Schritt der Übersetzung schon gelaufen. Für jede C-Datei ist der erste Schritt der Übersetzung gelaufen. Und dann kommt der Linker, den wir gerade eben als Fehlermeldung gesehen haben. Der Linker bindet das Ganze zusammen. Jetzt kann ich endlich erzählen, warum das effizient ist. Wenn dieses hier in einem Zug übersetzt wird, als Datei irgendwo liegt, dieses hier wird in einem Zug übersetzt, liegt als Datei irgendwo, und das hier später wird auch als Datei irgendwo liegen, ist der Vorteil, wenn Sie hier in der Datei Heizung C was ändern, muss nur die nochmal übersetzt werden. Aber er muss nicht Main.c nochmal übersetzen und er muss nicht Temperaturmessung C nochmal übersetzen. Wenn Sie in Main.c was ändern, dann bleiben Ihre Bibliotheken so, wie sie waren. Die müssen noch nicht wieder übersetzt werden. Es werden immer nur die C-Dateien übersetzt, die geändert worden sind. Oder bei denen, die dann zum Beispiel Header geändert worden sind. Wenn Sie diesen Header ändern, muss das System auch so klug sein, dass es feststellt, ups, ich muss diese Datei, die diesen Header benutzt, auch nochmal ändern. Also es ist eine reine Effizienzgeschichte beim Kompilieren. Stellen Sie sich ein richtig großes System vor, Windows oder irgendwas, ein Betriebssystem, wo Sie dann tausende an solchen Dateien haben, dann wollen Sie nicht alle tausende Dateien ständig neu kompilieren, sondern nur die, die verändert worden sind. Dafür ist das da. Also man hat sie alle schon weitgehend kompiliert auf der Platte. Und dann gibt es noch den Linker, der die kompilierten Versionen zusammenbindet, relativ schnell. Das geht relativ schnell. Er muss sie zumindest dann nicht mehr übersetzen. Das ist der Grund dafür, das so zu machen. Die Idee wäre, in der Main-Datei nur noch Funktionsaufruf auf hohem Niveau zu haben, dass ich mich nicht um irgendwelche Bits auf irgendwelchen Ports kümmere, die Sachen an- oder ausgeschaltet werden oder wie jetzt die Kommunikation mit einem bestimmten Messgerät stattfindet. All das würde ich aus der Main-C rausnehmen wollen und in schöne Bibliotheken legen, die ich mir im Zweifelsfall vorher selbst geschrieben habe. Die meisten Praktikumsaufgaben, wenn Sie gucken, was ich bisher gemacht habe, die meisten Praktikumsaufgaben waren auch von der Sorte. Dann gibt es irgendwie eine C-Datei, in der ich die Ansteuerung von Servos drinnen habe und eine C-Datei, in der ich die Ansteuerung des Displays drinnen habe und ähnliche Geschichten. Aber das Ziel wäre, Funktionsgruppen zu bilden, Module zu bilden, die man dann auf diese Weise auslagert und auch nicht mehr anfasst möglichst. Das wird dann ein einziges Mal kompiliert und bleibt so liegen und ich kompiliere immer nur noch die 3, 4, 5, 10, 20 Zeilen Main-Datei. Das ist viel schneller als wenn ich immer wieder neu kompiliere, was zu meinen ganzen Bibliotheken gehört. Bei einigen hatte ich schon die Include Guards gesehen. Das ist nun wirklich ganz, ganz finstere Programmiergeschichte. IfNdev Heizung. Upsala, Heizung, auch sehr schön. Heizung. Oder nee, sowas. So, das sieht am Anfang fürchterlich aus und es ist auch fürchterlich. Und eigentlich gäbe es auch heute Möglichkeiten, das anders zu machen, aber irgendwie will die keiner in den Standard aufnehmen.
Das sind die sogenannten Include Guards, die typischerweise um diese Header-Dateien drumherum stehen. Hier oben könnte auch was anders stehen. Wenn man Visual Studio nimmt, erzeugt er einem hier auch gerne irgendeine Art Zufallszahl, die eindeutig ist. Aber am einfachsten ist einfach hier den Namen der Datei zu nehmen und gerne dann in Großbuchstaben. Solche Symbole schreibt man in C und C++ gerne in Großbuchstaben. Der Sinn dieser Include Guards ist, dass diese Datei nicht zweimal eingebunden wird. Sie sehen, das ist wieder was mit dem Präprozessor, Doppelkreuz. Das ist eine Sache, die passiert, bevor der Compiler überhaupt anfängt zu laufen, richtig anfängt zu laufen. Aus folgendem Grunde. Es kann ja Folgendes passieren, wenn ich ein richtig kompliziertes Programm habe. Sowas, main.c von mir aus. Wenn ich ein richtig kompliziertes Programm habe, das hier eine Header-Datei inkludiert, include, und noch eine andere Header-Datei inkludiert, nehmen wir das a.h und b.h. Und wenn es richtig kompliziert wird, kann es sein, dass die Header-Dateien selbst wieder andere Header-Dateien inkludieren. Warum nicht? Dass ich in der Header-Datei auf Sachen zurückgreifen muss, die anderswo schon in der Header-Datei drinnen stehen. Solche Situationen können nachher passieren. Und das ist fies, weil dann dieses c.h gleich zweimal eingebunden würde. Es wird diese eine Datei main.c kompiliert, aber c.h würde gleich zweimal eingebunden. Das führt zu Blödsinn. Je nachdem, was da drinnen steht, wir sind weit davon entfernt, dass es Blödsinn produzieren würde, aber je nachdem, was man da reinschreibt, könnte es Blödsinn produzieren. Und deshalb ist man gleich zu Beginn vorsichtig und schreibt Include Guards drumherum. Die dafür sorgen, dass diese Header-Datei nur einmal pro C-Datei eingebunden werden kann. Das könnte ich ja auch mal wieder vorführen. Ich meine, das wäre jetzt ziemlich blödsinnig, Folgendes zu tun, aber im Endeffekt kann das passieren. Sie werden das nicht so direkt zu Fuß hinschreiben, aber es könnte ja sein, dass Sie zwei verschiedene Header-Dateien inkludieren und dann in den Header-Dateien, die Sie inkludieren, dieselbe Header-Datei inkludiert wird, weil die irgendwie so super wichtig ist. Irgendwelche netten Datenstrukturen oder Sortierfunktionen, die Sie überall brauchen, dass die in beiden Header-Dateien drin ist. Das kann passieren. Also im Endeffekt ist diese Situation hier nicht auszuschließen, dass ich eine Header-Datei zweimal drinnen habe. Und diese Include Guards verhindern nun, dass diese auch tatsächlich wirklich zweimal gelesen wird. Sie wird dann nur ein einziges Mal gelesen, das erste Mal. Ich mache hier mal Make. Haha. Ja, ich habe zu viel Python programmiert die letzten Monate. Sorry, define ist das natürlich. Def gibt es in Python. Okay. Define ist es natürlich in C. Define-Heizung. Oh, Menno. Moral, nicht zu viel Programmiersprache durcheinander. So ist besser. Gucken wir uns erstmal an, was der Präprozessor daraus macht. Hier war das Debug-List. Main ist ja die spannende. Das ist also, was der Präprozessor aus Main macht. Und Sie sehen, ah, fein. Es ist nur einmal drin. Wir können das vielleicht sogar nochmal vorführen. Wir können ein bisschen tricksen hier in der Heizung H-Datei. Wir können ja gerade mal ein bisschen tricksen und den hier vor die Include Guards nehmen. Auf diese Weise. Einer ist jetzt in den Include Guards, der andere ist außerhalb der Include Guards. Das heißt, ich würde erwarten, den ersten jetzt zweimal zu sehen. Machen wir Project Make. Main-i. Jetzt gar nichts mehr. Und Sie sehen, aha, in der Tat, der erste kommt jetzt zweimal vor. Nicht? Also hat wirklich die Header-Datei zweimal verarbeitet.
Das stand vor den Include Guards, stelle Heizung an, und das ist jetzt auch zweimal drin, was man nicht haben will. Hier wäre es jetzt kein Ärger, bei anderen Sachen wäre es ein Ärger. Und man ist per se vorsichtig an der Stelle, baut sofort die Include Guards rein, dann hat man keine bösen Überraschungen. Also auch wenn eigentlich nicht nötig für diese Header-Datei, würde man sofort Include Guards reinsetzen. Sie sehen, es gab ja auch keine Warnings, keine Errors. Bauen Sie sofort Include Guards trotzdem. Je nach Entwicklungssystem hat man die sowieso sofort da stehen. Wenn Sie das anderswo machen in etwas größeren Entwicklungssystemen und Sie bauen eine Header-Datei, steht da auch sofort sowas drumherum. Man kann es etwas netter schreiben mit Not, Ausrufezeichen, Defined und Ähnliches. Das wird dann typischerweise etwas netter geschrieben sein. Also je nach Entwicklungssystem haben Sie diese Zeilen sofort da. Hier bei diesem Entwicklungssystem offensichtlich nicht. Da müssen Sie die Zeilen selber schreiben. Das ist der Sinn von und die Wirkung von Include Guards. Die Einbindungswächter sozusagen, Include Guards. Um mit solchen Situationen fertig zu werden. Eine Header-Datei ist zweimal dabei. Wow. Zur Übung bauen Sie jetzt noch eine weitere C-Datei und eine weitere Header-Datei. Das war ja alles ein bisschen viel auf einmal. Wir haben ja gerade eine neue Datei, eine C-Datei. Ich schreibe mal, was ich gerne hätte. An Funktionen, die buchstabieren Sie aus. Ich hätte gerne eine Funktion, die heißt setze Maximaltemperatur. Das soll jetzt gleich was mit Messungen zu tun haben. Setze Maximaltemperatur. Natürlich mit allem Brimborium, was dazugehört. Eine Definition schreiben Sie hin. Setze Minimaltemperatur, Minimaltemperatur. Und dann eine Funktion, sowas wie ist Temperatur okay? Temperatur okay. Ich stelle mir vor, dass man den Zugriff auf irgendeinen Temperatursensor hat. Und das in diesen Funktionen ausnutzt. Wie auch immer man auf den zugreifen kann. Ist Temperatur zu hoch? Und noch eine ist Temperatur zu niedrig. Fünf Funktionen. So, die fünf Funktionen sollen stehen in einer Datei namens sinnvollerweise Temperaturmessung.c. Buchstabieren Sie das mal so weit aus, wie es geht, dass das Funktionsdefinitionen sind. Wir wissen nicht, was diese Funktionen genau tun, aber dass es Funktionsdefinitionen sind. Eine Header-Datei dazu und in Main mal eine Funktion davon aufrufen. Und dann kann man nachher in Main quasi seine Regelung programmieren. Ich sollte sagen, dass ich da hier einen Wert übergeben will. Natürlich sowas, erstmal nur mit int, in Temperatur oder sowas. Da möchte ich natürlich was übergeben. Und er soll nichts zurückliefern. So sah der erste aus. Und dann wird man sich irgendwo diese Temperatur merken. Das machen wir gleich noch. Also irgendwas wird dazwischen passieren. Und entsprechend die anderen. Und dazu noch eine Header-Datei. Ja, die nächste soll natürlich so aussehen wie die erste hier. Geben ihm eine Temperatur. Bla bla bla. So, der hier, das haben Sie jetzt auch größtenteils gesehen, der soll einen boolschen Wert zurückliefern. Ist die Temperatur okay? Ja oder nein? Das ist ein boolscher Wert. Und ich wollte irgendwas erfinden oder hintricksen, dass die Temperatur intern gemessen wird. Ich wollte keine Temperatur hier übergeben. Nichts übergeben. Und hier innen drin soll er einfach Temperatur messen. Vielleicht kriegen wir gleich noch irgendeine Funktion hin, mit der man das ein bisschen klarer machen kann, dass innen drin die Temperatur gemessen wird. Mal sehen. Temperatur messen, wie auch immer. Und dann irgendwas zurückgeben. Ich habe jetzt erstmal nichts Vernünftiges, ich gebe einfach mal false zurück. Das
der Compiler das auch frisst. Das ist überhaupt ein kleiner Trick beim Programmieren, wenn Sie so hier von oben nach unten programmieren, top-down programmieren, von der hohen Ebene zur niedrigen Ebene gehen, von der Anschauung zum halbspalterischen Detail hier gehen, ist eine gute Idee, dass Sie dafür sorgen, dass der Compiler das auch immer fressen kann. Wenn Sie hier nicht Return False hinschreiben, gibt es schon wieder Ärger mit dem Compiler, etwas Ärger. Deshalb schreibe ich erstmal irgendwas hin, dann kann das zumindest kompilieren und ich sehe, ob irgendwas syntaktisch falsch ist, grammatisch falsch ist. Und die anderen beiden sollten auch so funktionieren. Also ein Bool davor und dann irgendwas zurückgeben. Erstmal natürlich Blödsinn. So, jetzt ist diese C-Datei aber noch nicht fertig, zumindest nicht in C. Da fehlt jetzt gerade noch was. Der C-Compiler weiß nicht, was Bool ist. Der C++-Compiler weiß das, aber der C-Compiler nicht. Das heißt, ich werde in diese C-Datei hier noch was inkludieren. Das müssen wir gleich noch ein bisschen anders machen, aber das wäre der erste Gedanke. Include Standard Bool.h, damit der Compiler weiß, was hier mit Bool gemeint ist. Wenn er diese C-Datei übersetzt, braucht er Bool. Das mache ich jetzt hier mit Standard Bool.h, indem ich das inkludiere. Gut, dass Sie das nochmal fragen. Diese größer-kleiner-Klammern, die Spitzenklammern stehen immer, wenn man was eine Header-Datei haben will, die zum System gehört. Und die Anführungszeichen stehen, wenn man eine Header-Datei haben will, die zum Projekt gehört. Das ist auch so eine ganz komische historische Geschichte. Er liest die dann einfach im Zweifelsfall aus verschiedenen Verzeichnissen. Auf diesem System anscheinend nicht, nach meinen bisherigen Erfahrungen, ich muss es überhaupt mal genau nachgucken, aber offiziell sind das verschiedene Verzeichnisse, aus denen dann gelesen wird. Mit Anführungszeichen aus dem Projektverzeichnis und mit Spitzenklammern wird es aus einem zentralen Verzeichnis gelesen, wo alles systemmäßig an Header-Dateien drin steht. Standard Bool gehört zum System, deshalb in Spitzenklammern. So, jetzt brauchen wir hierfür eine Header-Datei. Das Dümmste ist, einfach alles zu kopieren und new file hier rein und jetzt mache ich eine Header-Datei da draus, indem ich da einfach Semikolons hinsetze. So ist es eine Header-Datei geworden. Ist dann noch keine Include-Guides, die sollte ich noch dazu schreiben. Und da speichere ich dann als Temperaturmessung, Temperatur, ach, komm schon, Punkt H. So, sehen, jetzt wird Temperaturmessung C noch nicht kompiliert, das muss ich auch noch haben. Also hier add, das hätte ich eher machen sollen. Add Files, Temperaturmessung C, nicht die Header-Dateien, wohlgemerkt, nochmal. Hier stehen nur die C-Dateien, es werden die C-Dateien kompiliert und die C-Dateien holen sich bei Bedarf Header-Dateien rein. Die Header-Dateien werden nicht ausdrücklich alle kompiliert. In der Header-Datei, ja, auf jeden Fall. Wenn der Compiler das hier irgendwo liest mit Bool, 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 will er ja wissen, egal wo das steht, was denn Bool ist. Es gäbe eine Möglichkeit, das anders zu machen, aber das ist eine unsichere Geschichte. Sie können jetzt sagen, oh, in der Main-Datei möchte ich das jetzt ja verwenden. Include Temperaturmessung, was für ein Name? Temperaturmessung H. Sie könnten natürlich sagen, ich verlasse mich drauf, weil Standard Bool ist so wichtig, dass irgendjemand schon Standard Bool in der Main-Datei hier inkludiert hat. Jetzt haben wir fast die Situation wie eben. Standard Bool wird zweimal inkludiert. Kann ja sein, dass ich hier auch Bool haben will und dass ich mir denke, naja, damit das funktioniert, muss ich es hier inkludieren. Dann haben Sie es tatsächlich jetzt zweimal drin. Es wird natürlich nur einmal eingebunden, weil auch Standard Bool H diese Include Guides hat.
muss ich das an, ifndef-standardbool, unser alter Bekannter, mit ganz viel anderem Krempel, aber auch standardbool hat diese include-guards drin. Das, egal was Sie tun, das Ding wird nur einmal eingebunden. Also das könnte man machen. Aber Sie können sich nicht darauf verlassen, hier in Temperaturmessung H, können Sie sich nicht darauf verlassen, dass jemand anders vorher schon Standardbool eingebunden hat. Wenn ich das hier wegstreiche, das Include, und es ist hier nicht dabei, weil hier kein Bool benötigt wird, dann wird es fehlen, dann wird es nicht funktionieren. Okay, jetzt verstehe ich das Problem. Temperaturmessung C hat ja auch Standardbool H. Wie verhält sich das? Das muss ich dann nochmal insgesamt hier aufmalen, wie das zusammenspielt. Also jetzt haben wir hier noch eine Include-Datei für die Temperaturmessung. Temp und so weiter schreibe ich nicht hin. Punkt H. Dafür haben wir noch eine Include-Datei, die ebenfalls hier verwendet wird, in Main C. Was ist mit Standard-Bool H? Die wird jetzt inkludiert in Temperaturmessung H und sie wird inkludiert in Temperaturmessung C. Wenn der Compiler Temperaturmessung C kompiliert, lädt er Standard-Bool H rein und ist damit glücklich für das Bool in Temperaturmessung C. Dann hat er das erledigt. Hier den roten Teil kompilieren, Standard-Bool H wird reingeladen in den roten Teil, Temperaturmessung C. Der Compiler weiß, was hier Bool bedeutet und ist fertig. Wenn er jetzt aber Main C kompiliert, weiß er nicht, was Bool bedeutet. Es sei denn, in Temperaturmessung H ist Standard-Bool drin. Das ist nochmal ein ganz eigener Lauf. Er weiß nicht, was vorher passiert ist. Also, das hängt damit zusammen, dass man diese drei Dateien, diese drei C-Dateien jeweils einzeln übersetzt in Objektdateien, so eine Art Zwischenformat. Wenn der Compiler main.c kompiliert, dann weiß er nichts darüber, was hier bei Temperaturmessung.c passiert ist. Das muss ich ihm alles nochmal mitteilen. Deshalb hier das Include von Standard-Bool bei Temperaturmessung H. Was man typischerweise machen würde, ist, dass man hier jetzt in Temperaturmessung C nicht Standard-Bool H inkludiert, sondern dass man ganz einfach Temperaturmessung H inkludiert, Temperaturmessung H. So wird das typischerweise dann aussehen. Dann hat man garantiert alles beisammen. Das erlaubt auch, dass diese Funktionen sich gegenseitig aufrufen. Wenn der Compiler den hier sieht, Temperaturmessung C, wenn der Compiler den hier jetzt sieht, kriegt er hier erstmal mitgeteilt, welche Funktionen drin sind, und das mit dem Standard-Bool kriegt er ja auch mitgeteilt, das ist auch mit drin. Also er weiß wirklich alles Mögliche. Und nun kann es losgehen mit den Funktionen. Und diese Funktionen könnten sich jetzt sogar gegenseitig aufrufen, wenn man wollen würde. Also so wird es typischerweise aussehen. Man wird die Header-Datei schreiben, da steht alles drin, auch was man an extra Includes braucht. Zumindest hier, um die Deklarationen hinzuschreiben. Bool brauche ich für die Deklarationen. Und dann werde ich die eigene Header-Datei inkludieren in der C-Datei. So wird es typischerweise aussehen. Aber so wie eben funktioniert es ja auch. Vielleicht dadurch nicht verwirren lassen, dass es dann typischerweise so aussieht. Und der Form halber schreibe ich jetzt hier auch noch die Include-Guards dabei. ifndef Temperaturmessung H. Jetzt richtig, define. So, und immer noch ein Doppelkreuz und if. Sollte ich das nochmal überhaupt sagen, wie das funktioniert? Das sollte ich vielleicht nochmal sagen, das habe ich eben gar nicht wiederholt, warum das so funktioniert. Wenn der Compiler, der Präprozessor soll ich sagen, wenn der Präprozessor diese Datei zum ersten Mal sieht, wird dieses Symbol nicht definiert sein. Es gibt kein Symbol namens Temperaturmessung unterstrich H. If not defined. Es ist nicht definiert. Also macht er hier weiter. Er definiert das Symbol und macht das, was sich gehört. Ende für das if.
Wenn er die Datei hier nochmal sieht, ist das Symbol definiert. Wir haben es ja eben beim ersten Mal definiert. Das Symbol ist definiert. If not defined ist also falsch. Er geht hier sofort zum Endif, überspringt das alles. Das ist diese klassische Konstruktion mit den Include Guides. Und dieses Definieren eines Symbols gilt nur für einen Compilerlauf. Es wird Heizung C übersetzt, es wird Main C übersetzt, es wird Temperaturmessung C übersetzt. Die Symbole gelten nur für einen dieser Compilerläufe. Wenn er hier die Main C übersetzt, dann bindet er das ein. Feierabend, ganz neuer Lauf, Heizung C, neues Spiel. Die ganzen Symbole sind wieder weg, wenn ich sie nicht neu definiere. Und hier Temperaturmessung C. Das sind drei verschiedene Compilerläufe, die nichts voneinander wissen. Der Compiler ist ziemlich simpel gestrickt. So, hätten wir den hier jetzt. Und jetzt muss ich mal gerade gucken. Ich glaube, die Regelungstechnik wird jetzt nicht mehr so ganz so viel an dieser Stelle. Ich könnte mir vorstellen, dass hier eine Endlosschleife drin steht. Das wäre ganz typisch für solche Embedded Controller. While true. Na, komm schon. Schweifklammer zu. Damit er hier true kennt, sollte ich hier oben include Standard bool machen. Was würde passieren, wenn ich hier oben kein include Standard bool mache und hier trotzdem das true verwende? Also ich verwende true, habe aber nicht Standard bool dabei. Project make. Unwarning, bin ich gerade etwas irritiert. Unwarning. Statement is unreachable. Okay, das ist nicht das Spannende hier. Ich erreiche das Return nicht, weil das eine Endlosschleife ist. Das ist, was uns der Compiler hier als Warnung mitgibt. Das heißt, das hat ihn gar nicht gestört. Das True hat ihn nicht gestört. Warum hat ihn das True nicht gestört, obwohl er das auch gar nicht kennen darf? Es ist ja in Temperaturmessung H drinnen. Der Inhalt dieser Datei wird genommen, reinkopiert. Dieser Datei, genommen, reinkopiert. Diese Datei, Temperaturmessung H, genommen, reinkopiert. Aber Temperaturmessung H hat ja das Standard Bool. Von daher ist es bekannt. Aber das ist natürlich eine unsichere Geschichte. Das sehe ich dann auch im Praktikum häufiger. Es funktioniert doch. Ja, es funktioniert so lange, bis Sie jetzt hier das Include Temperaturmessung H rausnehmen, das zufällig das Standard Bool drinnen hat. Wenn wir jetzt hier Make machen, gibt es einen Fehler. True ist undefined. Also es gibt so ganz viele Stellen an C und C++, wo es funktioniert, obwohl es eigentlich nicht funktionieren sollte. An dieser Stelle unbedingt dann tatsächlich Standard Bool H dazu schreiben. Alles andere ist unsicher. So, jetzt können wir hier so eine Minimalregelung machen. Ich könnte mir Folgendes, das baue ich gerade mal selbst, dass wir gerade noch Zeit für was anderes haben. Ich könnte mir Folgendes vorstellen. If ist Temperatur, wie habe ich es genannt? Temperaturmessung, hier sowas. Is, if ist Temperatur ist zu niedrig. Sowas. If ist Temperatur zu niedrig. Stelle Heizung an. Else. Dann geht das hier entsprechend weiter. Wenn die Temperatur nicht zu niedrig ist, gucke ich, ob die Temperatur zu hoch ist. Und dann stelle ich die Heizung aus. Sowas könnte jetzt in der Main-Datei stattfinden. Ich mache mal gerade hier Project Make, um zu sehen, ob das auch syntaktisch hinhaut. Das eine Warning ist immer noch dieses Return 0. Das können wir einfach weglassen. Dann ist der Compiler glücklich. So ist der Compiler glücklich. Sie sehen, ich sage, die Main-Funktion nimmt nichts und gibt eine ganze Zahl zurück. Ich habe trotzdem keinen Return drin. Wenn der Compiler es so gerne hätte, bitteschön. Wegen dieser Endlosschleife. So sieht das dann nachher aus. Das ist dann einer dieser Vorzüge von solcher modularer Programmierung. Diese ganzen ekligen Details lagere ich aus. In diesen beiden C-Dateien mit Heizung und Temperaturmessung wird irgendwas Finsteres stehen, wie irgendwelche Ports angesteuert werden, wie irgendwelche Sensoren ausgelesen werden.
Fürchterlicher Kleinkram. Und mein Main-Programm ist einfach richtig dumm und leicht zu lesen. Wenn die Temperatur zu niedrig ist, stell die Heizung an. Wenn die Temperatur zu hoch ist, ansonsten stell die Heizung aus. Könnte man raffinierter regeln. In Regelungstechnik werden Sie erfahren, wie sowas raffinierter geht. Aber das würde schon mal grob funktionieren. Und das Schöne ist, dass dieses Programm dann so leicht verständlich ist. Ich muss jetzt hier nicht irgendwelche finsteren Geschichten mit Ports und Bits und Bytes ausbuchstabieren, sondern ich habe eine Funktion mit einem ordentlichen Namen und ich weiß sofort, was gemeint ist. Das kann man jetzt hier lesen wie ein Roman. Das ist auch nochmal ein Vorzug von Funktionen. Ich habe vernünftige Namen für die ganzen Geschichten. Ich habe es zusammengefasst in sinnvoll verwendbare Bausteine. Ich habe vernünftige Namen dafür. So wird das dann im Allgemeinen aussehen. Jetzt können wir uns gerade nochmal mit den Innereien hier von der Temperaturmessung C beschäftigen. Gute Frage, woher weiß diese Datei main.c, wo denn diese Funktionen gebaut sind? Weiß sie nicht, das weiß der Linker. Der Compiler übersetzt diese einzelnen Dateien, Heizung.c, main.c, Temperaturmessung.c und in dem Objektcode, ich könnte die Dateien jetzt aufmachen, aber 5 Minuten sind mir gerade ein bisschen knapp, können Sie selbst nochmal nachgucken. Sie gucken in diesen Objektdateien nach, dann finden Sie Verweise. Sie finden Verweise auf diese Funktionen hier. Und das macht denn der Linker als allerletztes. Der Linker baut hier die richtigen Verweise rein. Also mein Programm weiß gar nicht sozusagen, oder meine Programmdatei weiß nicht, wo die Funktionen stehen. Die weiß nur, dass diese Funktionen existieren. Dafür gibt es die Header-Dateien. Die Header-Dateien sagen, hallo, hier bei Heizung H. zum Beispiel, hallo, es gibt so eine Funktion, die nimmt nichts und liefert nichts. Und das wird erstmal so als, wie soll ich sagen, als Platzhalter eingesetzt. Hier stehen erstmal dann nur Platzhalter drinnen. Und das ist das Letzte, was dann passiert. Der Linker, der ersetzt die Platzhalter mit dem, was er aus den anderen Dateien weiß. Also es kommt erst der Präprozessor, vielleicht sollte ich das hier nochmal zeigen. Es kommt erst der Präprozessor, der diese ganzen Doppelkreuzgeschichten ausbuchstabiert für jede C-Datei. Jede C-Datei wird in einen Objektcode übersetzt. Und was dann hier rauskommt, der Objektcode, enthält erstmal nur Platzhalter. Hier stehen dann Platzhalter im Objektcode jeweils drin. Und dann kommt der Linker, der das alles zusammenbindet, toLink, der das alles zusammenbindet und der ersetzt die Platzhalter. Der sieht, hier in Heizung C ist die Funktion Stelle Heizung an, die kann ich hier in Main verwenden. Dann werden die Platzhalter ersetzt. Ein nicht ganz einfacher Prozess insgesamt. Normalerweise erfahren Sie davon nichts, Sie sehen nur die komischen Fehlermitteilungen vom Präprozessor oder vom echten Compiler oder vom Linker. Der Linker meldet sich, wenn er es nicht schafft, diese Funktionen hier, diese Platzhalter und die Funktionen in Verbindung zu bringen. Wenn er eine Funktion doppelt hat, wenn er einen Platzhalter hat, aber keine Funktion dafür und ähnliches. Dann gibt es Ärger vom Linker. Das ist das, wo Sie typischerweise Bekanntschaft mit dem Linker machen. Gerade auf die Uhr gucken. Ich wollte eigentlich noch Folgendes erzählen. Hier mit dem Sätze Maximal- und Minimaltemperatur. Ich hätte typischerweise dann gerne Variablen, in denen diese Werte gespeichert sind. Ups, Maximaltemperatur. Ich hätte gerne eine Variable, in der das dann gespeichert ist. Und der soll hier den übergebenen Zahlenwert in der Variable speichern. Und dann hier weiter unten diese Variable verwenden. Was wäre der Ärger, wenn ich das so mache? Können wir vielleicht gerade abschließend noch das machen? Also in dieser Temperaturmessung C möchte ich mir merken, was denn als Maximaltemperatur und was als Minimaltemperatur eingestellt worden ist. Das kann nicht lokal hier in diesen Funktionen sein, dann wäre es ja sofort wieder weg, wenn die Funktion endet. Ich muss das auf einer höheren Ebene speichern. Was ist der Ärger, wenn ich das so lasse, wie das jetzt hier steht?
Genau, Static davor schreiben. Das muss ich anscheinend demnächst doch nochmal ausführlich erzählen. Da sollte ein Static davor stehen, damit nur in dieser Datei Temperaturmessung C diese Variable erreichbar ist. Wenn ich da kein Static davor schreibe, ist die auch aus allen anderen Dateien erreichbar, was nicht schön ist. Vielleicht macht jemand Blödsinn damit oder vielleicht hat jemand anders auch eine Variable mit dem Namen. Das muss ich nächstes Mal noch ordentlich erzählen. Was hat das hier mit Static zu tun? Static-Variablen in der Datei drin und Static-Funktionen in der Datei drinnen. Das gucken wir uns dann nächstes Mal doch noch genauer an und dann kann ich sie auch ein bisschen weiter ausbuchstabieren.